No reply, I've rung your number day and night. Wonder why nothing seems to come out right. No reply, I wonder why. Hallo Vinyl-Community, hallo Musikfreunde da draußen. Nun doch nochmal überraschenderweise ein kurzes Update-Video von mir. Ein neues Album möchte ich euch vorstellen, was gestern herausgekommen ist. Und weil mir das so gut gefällt, weil ich so begeistert bin davon, wollte ich euch das heute unbedingt zeigen und vielleicht euer Interesse wecken. Aber ich denke mal, die meisten von euch haben es selber bestellt und im Regal stehen. Und zwar die Rede ist von dem neuen David Gilmour-Album. Luck and Strange, das ist der Halbsticker. Wie gesagt, kam gestern heraus. Das fünfte Studioalbum des Pink Floyd Kopfs David Gilmour, dem Gitarristen und dem Sänger vieler Songs von Pink Floyd. Für mich die eine Lieblingsstimme bei Pink Floyd. Da hat jeder wahrscheinlich seinen Favoriten. Für mich ist das die Stimme von Pink Floyd. Und das Gitarrenspiel sowieso. Wenn David Gilmour anfängt, Gitarre zu spielen, weiß man, das ist Pink Floyd oder David Gilmour. Ähnlich wie bei Mark Knopfler bei Dire Straits oder Brian May bei Queen. Die Leute spielen eine typische, erkennbare Gitarre, einen speziellen Stil. Das ist das Label. Vielleicht habt ihr das auf den Halbsticker schon erkennen können. Die Platte kommt in einem durchscheinenden grünen Vinyl. Leider nicht in gefütterten In-Cover. Bei dem Preis der Schallplatte, eine Einzelschallplatte, 35 Euro, wären die paar Cent wahrscheinlich auch noch drin gewesen. Aber na gut, wir wollen nicht meckern. Dafür kommt ein schönes, dickes, großformatiges Booklet mit. Ähnlich einem CD-Booklet. Für alte Menschen wie mich natürlich optimal. Da kann man natürlich auch die Songtexte besser lesen. Es sind auch zwei schöne Fotos drin. Dieses Porträt von David Gilmour finde ich sehr schön. Und auf der nächsten Seite ist auch nochmal ein sehr schönes Foto. Und hier sind die Credits von jedem einzelnen Song, wer da mitmusiziert hat oder gesungen hat. Klasse Sache, dieses Booklet. Auch das Album ist, ich finde es großartig. Einige Engländer, ich habe da mal in einige Reviews reingeguckt, finden das nicht so toll. Für mich wieder ein Highlight. Für mich das beste Soloalbum bis jetzt von den Filmen. Auf einer Stufe mit Division Bill, würde ich sagen, für mich jetzt. Die einzelnen Songs, es sind insgesamt 9. Wobei das erste ein ganz kurzes Instrumental ist. Gitarren-Intro Black Cat nennt sich das. Und, Intro waren gleich auf den letzten Alben immer drauf, ein ganz kurzes. Geht dann über in Luck and Strange, den Titelsong, für mich schon ein großes Highlight des Albums. Finde ich großartig, den Song. Hätte auf jedem der letzten Pink Floyd-Alben drauf sein können. Dann kommt eine ebenso gute Nummer, The Piper's Call, wird schon eine ganze Zeit im Radio und im Fernsehen gespielt. Auch großartig. Und für mich der beste Song, das Highlight absolut auf dem Album, aber das ist ja auch Geschmackssache, ist Between Two Points, gesungen von der Tochter von David Gilmour, von Romani Gilmour. Klasse Stimme, Gesangsstil so wie Dido, White Flag, so ähnlich würde ich das einstufen. Stimme etwas anders, aber Gänsehaut. Die Gitarre dazu von David Gilmour. Ich rolle wieder RPH nur vom Erzählen. B-Seite, okay, drei gute Songs. Aber die A-Seite hat natürlich die Highlights für mich. Wie gesagt, der Titelsong
das Intro schon allein bei Cat und dann das Song Between Two Points. Ja, da schlägt das David Gilmour und Pink Floyd Herz höher. Klasse Album, das wird die nächsten Tage noch mehrmals auf dem Plattenteller liegen, denke ich mal. Und ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar CDs, die ich noch geholt habe in den letzten Tagen, ganz kurz umgezeigt. Bis gleich. Ja, und jetzt wie angedroht noch schnell 4 CDs in die Kamera gehalten, die ich mir in den letzten Tagen gekauft habe. Die preiswerteste war diese hier, Tracy Ullman, ja, 80er Jahre Pop. Zur Zeit, wo Cyndi Lauper und Madonna angesagt waren, war auch diese Dame angesagt. Kommt hier auf diesen Billiglabel Laserlight. Nennt sich Bobby's Girl, eine Greatest Hits. Hier sind alle Hits drauf von der Dame. In den 80er Jahren hoch in den Hitparaden, England, in Deutschland. Breakaway, They Don't Know, Terry, Bobby's Girl. Klasse Popmusik der 80er und nicht mehr. Dann hat der gute Thomas Altheide mir eine Band empfohlen. Gute Thomas, nochmal vielen Dank für den Tipp. Georgie kommt hier auf dieser wunderschönen Best-of von Repertoire Records. Tolles Plattenlabel übrigens, die gute Sachen herausgebracht haben. Nennt sich ihre Band From Georgie Town. Australische Band, der Sänger ist oder war Brian Johnson, der jetzige AC/DC-Sänger. Und so hört sich's auch an. Etwas nach AC/DC, schon allein wegen der Stimme. Was ist hier drauf? Klassikrock, Glamrock, auch sehr viel, Bluesrock. Hier sind einige Singles drauf und Songs aus den Alben der Band. Don't Do That zum Beispiel, oder All Because of You auf einigen Glamrock-Samplern auch immer ganz gern drauf. Can You Do It, Electric Lady. Klasse Songs. Kann man sich auch wirklich durchweg geben. Ganz kurz hier in die Kamera gehalten. Dann fehlt mir 2 Rainbow-Alben. Die habe ich nicht als Original, weder Platte noch CD. Nur als CD-R standen die bei mir im Regal. Und zwar Band Out of Shape. Letztes großes Album vor der ersten großen Auflösung von Rainbow. Hier war noch ein großer Hit drauf. Street of Dreams. War ein Hitparaden relativ weit oben. Und die CD hat der Nico aus der Vinylhöhle vorgestellt. Richie Blackmore's Rainbow, Strangers in Us All. Er hat auch sehr viel zu dem Album erzählt. Besetzung, Songs und so weiter. Wer da mehr wissen möchte, bei Nico vorbeischauen in der Vinylhöhle. Klasse Album. Jetzt habe ich wenigstens erstmal alle Rainbow-Alben, Studio-Alben als Original, CD oder beziehungsweise CD und LP. So viel dazu. Ich zeige euch gleich noch ein paar Platten, die ich mir die Woche angehört habe, als Abschluss. Jetzt zum Schluss noch mal einige Alben, die ich mir die Woche angehört habe. 4 Stück sind es. Ich halte sie auch nur wieder ganz kurz in die Kamera. Und es gibt nicht allzu viele Infos dazu. Es soll eher ein kurzes Video wie gewohnt von mir bleiben. Gestern habe ich mir natürlich das David Gilmour Album mehrmals gegeben. Klasse. Und Montag bin ich gestartet mit diesem Klassiker, ich weiß nicht, doch recht untergegangenen Album von der Band Bomb the Bass, Into the Dragon, auf Rough Trade erschienen. Lief damals in den 80er Jahren in den Hitparaden, Beat This zum Beispiel. Fand ich damals nicht schlecht. Hatte ich mir dann irgendwann mal geholt. Ist das Hip-Hop? Trip-Hop? Ich denke mal, Matze kann da mehr dazu sagen. Von Vinyl Addict. Ist das klassische Hip-Hop? From the Bass? Auf diesem Zierscherben-Label von Rough Trade. Finde ich gut. Gute Musik. Zum Wachwerden. Mehrmals hintereinander will ich es mir nicht anhören, aber war ganz gut. Am Dienstag habe ich mir diese holländische Bluesband gegeben. Livin' Blues. Ende der 60er Jahre, glaube ich, gegründet, oder in den 60ern. Dann auch richtigen Blues gemacht.
Das hier ist auf dem Musa-Label erschienen, auf dem polnischen Platte. Den tollen Schlapper-Cover. Aber die Musik ist geil. Weg vom klassischen Blues hin zum balladesken Blues-Rock. Tolle Songs drauf. Shailina zum Beispiel, der erste Song gleich. Oder der Titelsong Blue Breeze. Geiles Gitarrenspiel. Wirklich traumhafte Ballade. Und ja, auf dem polnischen User-Label erschienen. Mittwoch dann, ich hatte den Emme Ziegels und Weinl geschaut mit seiner Axis-Box-Vorstellung. Das letzte Album der deutschen Band Axis als Box. Tolles Ding. Ja, deshalb habe ich mir auch ein Axis-Album aus dem Regal gezogen. Mein Lieblingsalbum, das zweite. Und habe mir das gegeben. Da ist der große Hit drauf, Touch a Rainbow. Klasse Album. Das Ganze auf dem Harvest-Label erschienen. Schönes Inner Sleeve mit den Texten und ein Bandfoto. Und wie gesagt, auf dem Harvest-Label. Tolle Sache. Klassischer Hardrock im Stile von den frühen Bonfire, die ich auch noch gut fand damals, die ersten Platten. Scorpions. Wer auf guten Hardrock und Klassikrock steht, mal reinhören. Axis 2. Am Donnerstag, ein Tag bevor David Gilmour herauskam, habe ich mir nochmal einen Klassiker aus dem Regal gezogen von Frank Sinatra. Ich liebe Frank Sinatra. Ich habe einige Platten von Frank Sinatra im Regal stehen. Das ist meine Lieblingsplatte. In the Wee Small Hours. Ein sehr melancholisches Album von Frankie, arrangiert von Nelson Riddle. Großartige Zusammenarbeit und dann, Leute, das geile gezeichnete Cover hier. Das ist den Kauf schon allein wert. Weil die Musik, wie gesagt, ist genial. Also eine Wiederveröffentlichung auf dem Capitol-Label auf schwerem Vinyl. Mindestens 180, könnten auch 200 Gramm sein. Klasse, klasse Album. Ja, es gibt natürlich Platten von Frank Sinatra mit mehr Hits drauf, die eingängiger sind, wie zum Beispiel Come Dance With Me, Come Fly With Me und so weiter. Aber das ist mein Lieblingsalbum auf dem Capitol Label erschienen. Ich mag diese Capitol und Reprise Sachen am meisten. Davor die alten Columbia Sachen nicht ganz so. Finde ich auch gut, aber. Das ist meine Lieblingsphase von dem guten Sänger Frank Sinatra. Entweder man mag ihn oder mag ihn nicht. Ein ganz großer Entertainer, Crooner, ganz toller Swing. Ich finde das echt gut. Das soll es für heute gewesen sein. Ganz kurzes Video von mir. Ich grüße alle Abonnenten. Vielen Dank für die Abos. Vielen Dank für die Daumen und vielen Dank, wenn ihr Kommentare da lasst. Auch ruhig Fragen oder irgendwelche Wünsche äußern. Ich versuche alles zu erfüllen, wenn es geht. Viele Grüße an meine ganzen Freunde in der Community. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, da vergesse ich vielleicht einen und dann ist der ein oder andere dann traurig. Tolle Community. Ich bin glücklich, ein Teil davon zu sein, dass es jetzt auch so viele Kanäle, deutschsprachige Kanäle gibt. Ich weiß, wo ich mein erstes Video gemacht hatte, damals noch englischsprachig, da gab es ganz, ganz wenig. Ich glaube, Guidos Plattenkiste war einer der einzigsten oder wenigen. Und ja, jetzt sind es so viele. Alle Richtungen werden abgedeckt. Blues, Rock, Hip-Hop, Heavy Metal, High-End Equipment, alles ist da. Man kann sich rauspicken, was man schauen möchte. Und ich freue mich über alle Kanäle, die neu dazukommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns bald wieder. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Bis denn. Ciao, ciao.